Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Review und ihr seht, es geht heute um den Adidas X, allerdings um ein Takedown-Modell, sprich die günstige Variante vom Adidas X. Wir haben hier den Adidas X 19.3, sprich ein Laceless-Modell, das aktuell nur noch 20 Euro kostet. Ob das Ganze wirklich funktioniert, erfährt ihr im heutigen Review. Viel Spaß dabei und let's go! Weil das bei Laceless Fußballschuhen auf jeden Fall eigentlich immer die meistgestellte Frage ist. Und ich muss sagen, was das Thema Laceless angeht, wisst ihr, ich bin relativ skeptisch, bin da vorsichtig und sage auch jedes Mal, auch dieses Mal, weil es einfach wichtig ist, bei Laceless Fußballschuhen, falls ihr euch ein neues Modell zulegt, unbedingt vorher anprobieren, weil nur dann weiß man auch, ob der Fußballschuh wirklich den Lockdown für deinen Fuß hat, weil es gibt hier logischerweise keine Schnürung, sprich keine Möglichkeit, den Schuh anzupassen. Ich bin ein riesen Fan von Adidas X und der passt mir in der Elite-Variante bzw. in der 19-Plus-Variante perfekt zu meinem Fuß und habe da auch keine Probleme, was das Thema Rutschen angeht. Das kennt ihr hoffentlich aus dem Review, weil auch schon zu der Elite-Variante findet ihr logischerweise eine Review auf meinem Kanal. Deswegen musste ich sagen, hatte ich die Hoffnung, dass ich auch in diesem Fußballschuh sehr gut sitze und muss tatsächlich sagen, als ich das erste Mal im Schuh drin war, ist es relativ schwierig hier reinzukommen, weil der Fußballschuh jetzt nicht unbedingt viel Elastizität hier oben besitzt. Wenn man aber drin sitzt, muss ich tatsächlich sagen, hatte ich einen sehr guten Lockdown, was mich das erste Mal bei einem Takedown-Modell positiv überrascht hat. Ansonsten hatte ich hier immer die meisten Probleme. Muss sagen, hier bin ich tatsächlich sehr gut im Schuh gesessen, bin nicht gerutscht. Etwas, beziehungsweise leichte Druckstellen hatte ich hier oben an der Socke, weil die relativ eng an meinem Knöchel war. Das liegt aber auch daran, dass mein Knöchel aktuell noch etwas angeschwollen ist, ganz leicht angeschwollen ist wegen meiner Sprunggelenksverletzung. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, war ich, was das Thema Lockdown angeht, extrem überrascht. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach den Fuß für diesen Schuh besitze. Wie gesagt, mein Tipp, den Fußballschuh vorher anprobieren. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist das Thema quasi Komfort. Da hatte ich, wie gesagt, hier in der Socke leichte Druckstellen und nach 2 Stunden in der ersten Session leicht auch an der Innenseite, dass meine Fußzehen vorne zu leicht leicht zusammengepresst werden. Weil das Obermaterial jetzt nicht unbedingt das dünnste ist, dazu kommen wir gleich. Das gilt es auch noch zu beachten, aber ansonsten für einen 20 Euro Fußballschuh, eigentlich kostet der wie gesagt 90 Euro, aber gibt es aktuell für 20 Euro, falls es euch interessiert, schreibt mir eine Nachricht, da kann ich euch sagen, wo es den Schuh gibt. Muss ich tatsächlich sagen, war ich extrem positiv überrascht. Was aber wie gesagt nochmal ganz, ganz wichtig, bevor es wieder viele falsch verstehen, immer am Fuß liegt. Also, das ist für mich auf jeden Fall ein positives Ergebnis, aber das liegt auch nur daran, weil ich den Fuß für diesen Schuh besitze. Machen wir weiter mit dem Ballgefühl und Touch im Adidas X 19.3. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan vom X wegen dem Ballgefühl. Das kann man aber mit dem 19.3 nicht wirklich vergleichen. Wir haben hier ein relativ dickes Obermaterial. Das liegt aber auch daran, dass der Schuh quasi eine Einlaufzeit braucht. Das sollte auch allgemein bekannt sein. Dann wird das Ganze nochmal etwas weicher. Ich finde auch dieses Geriffelte hier auf dem Obermaterial echt cool. Sieht auch optisch stark aus. Ich muss sagen, generell eh optisch, dass der Fußballschuh gar nicht mal so eine verkehrte Figur macht. Wir haben hier so ein geriffeltes Obermaterial.
Fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, ich hatte jetzt keine Probleme, dass ich den Ball irgendwie nicht mehr gespürt hätte oder plötzlich schlechter am Dribbeln war. Das ist immer am entscheidendsten der Spieler innerhalb des Schuhs, das solltet ihr aber auch wissen. Ich muss aber sagen, am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil das Obermaterial auf jeden Fall steif und etwas dick wirkt, vor allem der Schuh auch nicht der leichteste ist. Aber ich muss sagen, nach der Einlaufphase wird das auch relativ weich, kann man nicht vergleichen mit der Top-Variante, zumindest nicht meiner Meinung nach. Sollte aber immer im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um ein Takedown-Modell handelt, sprich, dass hier auf jeden Fall Unterschiede vorhanden sind. Und wie gesagt, das Thema Spieler ist natürlich entscheidender als Schuh, das gilt zu beachten. Ansonsten muss ich sagen, für einen 20-Euro Fußballschuh gibt es hier auf jeden Fall eigentlich auch nichts groß zu meckern, wenn es auch wirklich schwer zu vergleichen ist mit dem Top-Modell, weil es einfach sehr viel dünner ist und den direkteren Touch ermöglicht. Aber ich muss sagen, dass etwas am Anfang etwas die Skepsis bei diesem Obermaterial sich leicht ein bisschen verflüssigt, weil das Obermaterial einfach weicher wird, aber dennoch für mich eher ein zufriedenstellendes Ergebnis als ein gutes Ergebnis. Gucken wir uns optisch die Box, da war ich schon ein bisschen verwirrt, aber wir haben es hier, Adidas X 19.3 in einer Größe 42 2 Drittel. Schauen wir uns mal den ersten Eindruck an. Ich muss sagen, er war bei mir eigentlich relativ positiv. Man merkt auf jeden Fall, das Gewicht ist etwas mehr als bei normalen Adidas X bzw. beim Topmodell. Man sieht auch hier so ein geriffeltes Obermaterial. Finde ich, sieht eigentlich echt ganz geil aus. Vor allem, man erkennt nicht, dass es so ein krasser Takedown-Schuh ist wie der 19.3 eigentlich. Da muss ich sagen, der erste optische Eindruck war bei mir tatsächlich relativ überraschend. Ihr könnt an dieser Stelle jetzt auch schon mal einen Kommentar da lassen, was denn ihr optisch zum Schuh sagt. Findet ihr das cool oder findet ihr, er wirkt doch eher wie ein Takedown-Modell? Man sieht auch hier die Ferse hier oben und wenn es scharf wird und der Sockenbereich ist relativ dick, aber relativ gut gepolstert gleichzeitig. Sprich, ich glaube, das ist sehr angenehm zum Tragen. Und wie gesagt, das Geriffelte fällt mir sehr gut. Wir haben hier das Blau. Weiß-silberne Colorway. Hier hinten haben wir noch das Adidas X-Logo. Die Sohle, eine FG-Sohle. Ja, bin mal gespannt, was ihr sagt. Finde ich optisch cool oder eher nicht so. Für mich tatsächlich der erste Eindruck durchaus positiv und auch überraschend, weil er gar nicht mal so ungut aussieht, sage ich mal. Bei Technomobile bin ich manchmal skeptisch, aber ich muss sagen, optisch sieht er schon mal nicht verkehrt aus. Kommen wir mal noch zum Fazit, ob es sich jetzt wirklich lohnt, einen 20-Euro Fußballschuh zu kaufen. Und meiner Meinung nach ist 20€ hier auf jeden Fall keine falsche Investition. Man muss natürlich immer wissen, was erwartet man von einem Fußballschuh. Wie gesagt, hier auch wieder der Vergleich zwischen beispielsweise normalen Auto, VW Polo oder was weiß ich, mit einem Sportwagen, beispielsweise einem Lamborghini. So groß kann man den Unterschied tatsächlich auch bei den Fußballschuhen sagen, was jetzt denn Adidas X 19 Plus und 19.3 angeht. Nichtsdestotrotz, für alle in der Jugend jetzt nicht unbedingt ein verkehrter Fußballschuh. Es gilt definitiv zu beachten, einen Fußballschuh vorher anzuprobieren. Aber das ist auch tatsächlich der erste Laceless-Fußballschuh, in dem ich keine Probleme habe, was das Thema Lockdown angeht. Beim Predator, habt ihr vielleicht schon gesehen, beim 20.3 Predator hatte ich da Probleme, dass ich gerutscht bin, vor allem weil die Socke viel zu lose war. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gehabt, weshalb ich überrascht bin und für mich der Schuh tatsächlich, auch wenn ich immer skeptisch bin, bei Takedown-Modellen ein gutes Ergebnis verdient hat, allgemein. Das liegt auch daran, dass der Schuh aktuell einfach 70€ günstiger ist und für 20€ zu kaufen gibt und damit sogar günstiger ist wie die Fußballschuhe von Wish oder DA State, sprich Fake-Fußballschuhe. Das ist auf jeden Fall aktuell sehr, sehr cool und deshalb auch ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt mal eure Meinung in die Kommentare. Würdet ihr euch diesen Schuh zulegen oder sagt ihr nein? Ich spare das Geld und hole mir lieber den Adidas X 19 Plus oder beispielsweise das Vorgängermodell, den Adidas X 18 Plus, der nochmal fast 100€ günstiger mittlerweile ist. Gerne mal Feedback dalassen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, diesen Schuh mal auch wieder zu testen. Das soll es dann aber auch zum heutigen Video gewesen sein. Also macht's gut, bleibt sportlich, nicht vergessen, abonnieren und die Glocke aktivieren und natürlich einen Kommentar dalassen, was ihr als nächstes sehen wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann probiere ich natürlich immer die Schuhe zu testen, die mich am meisten interessieren. Es wird auch noch ein Boot Battle geben, weil quasi zu den besten Takedown-Modellen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und natürlich auch Adidas X 19.3 versus Adidas X 19 Plus. Außerdem zum Predator 20.1 Low, zu einem neuen Puma-Fußballschuh, wo wir als allererster deutscher YouTuber wieder testen dürfen. Neuer Nike-Schuh kommt nächste Woche auch und ein komplettes neues Adidas Pack kommt auch. Also seid gespannt, es wird abgehen. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.